Tag, guten Tag, guten Tag. Okay, den hätten wir hinten auch schon erwischt. Ah, hier blockt mich irgendwas. Sind das die Türen? Werf schon eine Granate. Komm, ich warte drauf. Ich hab dafür Verständnis. Du darfst deine Granate... Ja, vielen Dank. Du darfst deine Granate jetzt werfen. Und dann komme ich darauf schon. So. Und der nächste. Autsch. Warum treffe ich denn heute die Köpfe nicht? Das war doch sonst anders mit der Waffe. Da war das doch reinweise so, dass ich da aus Versehen so ein blutiges Massaker angerichtet habe. Das war doch nie meine Intention. Also wenn ihr euch nicht wehren würdet, ich würde einfach hier... Ich würde euch nicht abschießen. Nein. Das würde doch niemand machen. Das ist doch unfies. Das ist auch so eine... Ich habe doch Schritte gehört. Ich habe Schritte gehört. Da müssten wir jetzt mal ganz leise... Das Security-Netz... Was war das denn? Hat was geblinkt. Das Security-Netz. Das ist hoffentlich nachher mit Hebeln und so. Nicht, dass ich was... Oh Gott. Was war das? Soll das etwa das Security-Netz sein? Kommen wir hier entlang einmal außenrum? Nein, auch nicht. Da ist Sackgasse. I've gotta reset the security grid. Dann machen wir das doch. So. Na, komm schon. Hallo? Der Hebel lässt sich nicht drücken. Können wir hier? Nein, da können wir auch nicht drücken. Da auch nicht. Den können wir drücken. Okay, okay, okay. Und jetzt den Hebel. Der sieht doch nach Hebel aus. Komm, drück den Hebel mal ins. Ja, drück den Hebel. Ziehen oder drücken. Hm. Hier können wir auch nichts mehr dran machen. Okay, wir haben also das Sicherheitsnetz jetzt ab. Haben wir doch, oder? Müssen wir doch... Ups. War das jetzt falsch? Habe ich es jetzt kaputt gemacht, oder? Naja, dann, das kann ja nicht schaden. Dann machen wir mal die ganze Apparatur kaputt. Zurückgesetzt haben wir es ja damit irgendwie, hoffe ich doch mal. Und... Ja, ich bin immer dieser auf dieses Medipack. Gib mir das Medipack, gib mir das Medipack. Aber da bin ich ja schon voll. Das habe ich ja komplett übersehen. Müssen wir noch was anderes kaputt machen? Oder müssen wir jetzt wieder raus und die andere Tür ist offen? Ich weiß es nicht. Wir rennen einfach mal nach draußen und gucken uns da mal, dass alles so irgendwie... Ist eine Tür, seit wann ist hier eine Tür? Die war aber schon immer abgeschlossen, ne? Können wir die vielleicht aufballern? Das wäre dann... Nee, können wir nicht. Wir müssen doch bestimmt jetzt darüber auf die andere Seite. Da nach oben und so. Oder ist das auch schon wieder ein falscher Gedanke? Da oben weg und dann nach hinten. Wie? Quasi eventuell irgendwo. Oh, das geht mir auf den Sack. Was ist denn das? Ist das da Frischluft oder was? Ups, nein. Das war auch keine Frischluft. Sehr merkwürdig. Na, dann gehen wir mal wieder zurück. Und begrüßen unsere Freunde. Wir müssen doch sicherlich da oben irgendwie aufs Hausdach. Oder müssen wir hier noch einen Knopf drücken? Müssen wir... Nee, hier lässt sich auch nichts drücken. Die ganzen PCs sind hier alle... Nicht gesichert! Sichert eure Arbeitsplätze! Also, ja. Und so. Die Frage ist, wie kommt... Okay, da oben führt ein Rohr entlang. Das... Da oben führt ein Rohr entlang. Da könnte man einmal außen rumlaufen. Wie kommt... Also könnten wir eventuell auf dieses Dach hier rauf. Es stellte sich schwieriger raus, als es bestimmt zu lösen wäre. Wie kommen wir denn jetzt aufs Dach? Das ist ja merkwürdig. Habe ich irgendwo eine Tür übersehen? Oder kommen wir jetzt drüben in die Tür? Wir haben ja jetzt den Security-Schalter ausgeschaltet und da drüben gab es eine Tür. Vielleicht ist die ja dann offen. Aber das könnte man wirklich irgendwie anders signalisieren. Nein, sie ist abgeschlossen. Boah, und es knockt und knarzt hier. Unsere Aufgabe ist, schalten Sie das Sicherheitsnetz ab. Haben wir doch. Also wir haben es abgeschaltet und danach kaputt gemacht. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch und wir kommen hier nicht mehr raus. Da sollte man doch gleich mal überspeichern, damit man auch nicht mehr zurückkommt.
Geht's hier hoch? Da geht's auch nicht hoch. Wer baut denn hier wieder so eine Schikane ein? Das geht doch nicht. Das ist ein Shooter, Mensch. Ihr könnt doch hier nicht wieder irgendwas Witziges einbauen. Hier sind wir hergekommen. Ja, das war auch nur die Stinkgaslüftung. Mein Gott, jetzt baller ich hier schon wieder wie so ein Heinz hier rum. Okay, also mal ins ganz ruhig. Denke, denke, denke. Wir müssen da ja nur nach oben. Da ganz nach oben. Vermutlich, also ich weiß es nicht, ob es so ist. Ich hoffe es. Können wir uns hier irgendwo rüberhangeln? Nein, können wir nicht. Vielleicht geht es hier unten weiter, ne? Im Schacht oder in einem Rohr. Das wäre nicht das erste Mal, dass wir uns durch Dreck fühlen. Durch die Kacke und Pipi von anderen Leuten. Ach, aber wir kommen doch hier niemals rüber. Von dort darauf springen und von da dann aufs Dach geht ja auch nicht. Du willst mich verarschen hier, du Spiel. Nein, da ist abgeschlossen. Haben wir vielleicht eine Security-Karte übersehen? Zufällig. Dem scheint nicht so. Boah, das ist ja frustrierend. Wie kommen wir denn jetzt weiter? Hebel kaputt. Auch kaputt. Mach kaputt. Können wir hier aufs Steuerpult hüpfen? Ja, wir können aufs Steuerpult hüpfen. Dann hier rauf und darauf. Ach nee. Boah, ich bin so... Ja. Naja. Also ich habe anscheinend alle Gesetze der Physik vergessen und einfach mal vergessen, auf die andere Seite zu gucken. Das sieht man aber auch sehr schlecht, wenn man hier hochrennt. Also das sieht man überhaupt nicht. Jetzt sieht man es, weil es rot beleuchtet ist, aber vorher nicht, nein. Aber jetzt können wir diesen Hebel hier benutzen, oder? Aua, aua! Man sollte dann sich vielleicht beeilen, oder soll man einfach stehen bleiben? Und ein weiterer Anlauf, ein weiterer Heldentat von Mullins. Ganz todesmutig stürzt er sich in das Security-System. Und würde es einmal durchhacken. So, und hier, das meinte ich, man kommt hier rein, man sieht es nicht. Und das ist so unscheinbar, dass man es hier nicht sieht. So, geh kaputt. Hab gesagt, geh kaputt. Maybe I can overload this thing. Geht doch. Kaputt. So. Und hier eine kaputte Konsole, die... Hör auf zu witzeln da drüben. Wenn wir natürlich einmal wieder speichern und dann mal gucken, einfach stehen bleiben. Boah, da geht's aber ab. Aber wir müssen doch weg hier, oder? Müssen wir weg? Wir müssen doch raus. Schalten Sie das Stromnetz ab. Ja, wo ist denn das Stromnetz? Ich will's doch, ihr habt's doch gerade angemacht. Oh Gott, Hilfe! Ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause. Ich brauche eine Auszeit hier. Ich drehe gleich durch. Ich drehe gleich am Rad. Aber da ist doch bestimmt gleich die Tür... Ja, die Tür ist offen. Und da werden uns bestimmt gleich wieder drei... Ja, drei Kollegen, Heinze. Komm schon. Jetzt aber. Ist das ein Flashbang? Ich glaube, es ist ein Flashbang. Oh, da drüben ist schon einer. So, jetzt aber. Geh kaputt. Los, rennt, rennt, rennt. Aber nicht zu mir, nicht zu mir. Er wollte darüber hüpfen, oder? Ah, komm schon, weg, weg, weg mit dir. Er lebt immer noch. Nein. Ja. Er lebte immer noch. Jetzt haben sie uns eine Tür aufgemacht. Das ist ja wunderbar. Aber wir kommen trotzdem nicht weiter. Müssen wir jetzt wieder zurück? Wo war denn hier das Stromnetz? Aua. Und da drüben sind auf jeden Fall wieder schon ein paar Heinze, die uns das Leben schwer machen wollen. Ah, soweit reicht die nicht, oder? Soweit reicht die nicht. Oh, und da von hinten kam noch einer. Wo kommst du denn her? Komm, wir werden jetzt alle mit der Schrot hier einmal komplett platt machen. Ah, verdammt.
Mein Gott, hast du mich gerade erschreckt. Oh. Meine Güte. Da hat der mich ja komplett einmal erschreckt. Das geht doch nicht. Aber das war's doch jetzt hoffentlich. Aber wir können jetzt da nach oben. Ja, wir können da nach oben und die Tür ist bestimmt immer noch zu... Oh, ich dachte, da sitzt schon wieder einer. Ja, die Tür ist immer noch zu. Dann werden wir von oben uns... ich wollte schon sagen, von hinten. Aber von hinten, das ist ja... Das macht man ja nicht. Von hinten nähert man sich nicht. Man nähert sich nur von oben, von vorne und von allen Seiten. Ihr wisst ja warum. Es kommt sonst eventuell vor, dass man diese Analdusche dann etwas länger benutzen muss, bis man sauber ist. Ja. Wenn man erstmal so komplett verharzt ist, dann tut das schon mal weh. Kommen wir da auch nach oben? Kommen wir da. Ganz nach oben geht nicht, nee. Aber hier. Da schneit es. Es schneit durch die Decke. Naja. Ihr solltet mal die Löcher stopfen in eure Decke. Dann speichern wir einmal. Da hustet jemand. Ich habe jemanden husten hören. Dürfen wir die. Es sind Wissenschaftler. Die dürfen wir doch nicht erschießen. Das sind arme Wissenschaftler. Ja, und die Tür hat sich jetzt von Zauberhand nur von einer Seite öffnen lassen. Da speicherst du gerade mal nicht, dass wir aus Versehen den richtigen Mann erschießen. Also den richtigen Falschen natürlich. Ich hoffe, wir müssen die jetzt nicht beschützen. Ah, was ist das denn? Boah, der hat aber auch nicht was ins Gesicht bekommen. Ich dachte schon, die rennen jetzt hier... Wo seid ihr denn jetzt hingerannt? Seid ihr jetzt geflüchtet? Nein, sie rennen hier wie die bekloppten Heinze rum. Ist normal. Ja, und da war einer auf jeden Fall mit einer richtig dicken Wumme. Was... Aua, was denkst du dir denn? Und du? Was denkt ihr euch denn, wer ihr seid? Ihr habt es hier mit Mullins zu tun. Dem Oberagenten des Befehlsinstitutes. Aua. Da könnt ihr doch nicht einfach Granaten werfen, wie die Bekloppten. Ja, wer die Technik des Duckens und des Schleichens beherrscht, der braucht sich vor einem G nicht einzubieseln, wollte ich gerade sagen. Ich habe da schon wieder den Wissenschaftler erschossen, das geht ja gar nicht. Ja, komm, geh nach Hause. Geh zu Mami und Papi. Renn weg. Helf mir. Ah, was? Aua, 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 das wollte ich nicht. Tut mir leid, heb deine Waffe. Boah, also da hat man gerade sehen können, was er zu Frühstück hatte. Da krieg ich Schiss, die waren zu dritt, oder? Und wir haben keine... Oh Gott, wir haben fast keine Muni mehr. Jedenfalls für die eine Waffe nicht. Gegen wen kämpft ihr denn? Habt ihr gerade gegen die Wand geschossen? Wer hat denn das wieder geschossen? Was? Der hat sich eine Waffe geholt. Ich muss also doch die Wissenschaftler töten, oder was? Nicht, dass die anderen sich jetzt auch eine Waffe hier geholt haben. Ist klar. Die haben sich ja einfach eine Waffe geholt, die Wissenschaftler, oder was? Die haben sich ja einmal komplett ausgestattet. Wo gibt's denn sowas? Seid ihr bekloppt? Da muss ich Angst haben.